Am Ende der Welt, mitten im Ozean, liegt ein geheimnisvolles Land von wilder Schönheit und sehr verletzlich. Im Innern offenbart sich seine rätselhafte Natur. Die unbändige Kraft aus der Tiefe hat diese Landschaft geformt und formt sie noch. Den Menschen blieb das ferne Reich lange verborgen. Keine andere Region der Erde wurde so spät besiedelt. In Faszination Erde entdeckt Dirk Steffens die Geheimnisse Neuseelands. Das Inselreich zwischen den Kontinenten hat viele Gesichter. Manchmal offenbart sich seine Einzigartigkeit allerdings erst auf den zweiten Blick. Der Franz-Josef-Gletscher in den Südalpen. Das hört sich vertraut an und tatsächlich sieht es hier ein bisschen so aus wie bei uns zu Hause in Europa. Und dabei bin ich am anderen Ende der Welt. Und es ist typisch für Neuseeland, dass man hier erst bei genauerem Hinsehen entdeckt, wie fremd und exotisch dieses Land eigentlich ist. Auf engstem Raum gibt es hier rodelnde Vulkanfelder mit dampfenden Seen, wilde Küsten und gewaltige Stürme, weites Land und tierische Einwanderer, urzeitliche Regenwälder mit fremdartigen Bewohnern und eben diese gewaltigen Gletscher hier. Und überall gibt es Geheimnisse zu entdecken, auch hier im Eis. Die gigantischen Eismassen sind ein Phänomen. Denn solche Gletscher dürfte es eigentlich in diesen Breiten und der Lage gar nicht geben. Der Franz-Josef-Gletscher erstreckt sich in unmittelbarer Nähe zum Meer. Und an seinem Fuß entsprechen die Durchschnittstemperaturen denen von Düsseldorf. Der Gletscher zieht sich durch alle Vegetationszonen tief ins Tal, fast bis auf Meereshöhe, einmalig in der Welt. Nur in den höheren Lagen ist es kalt genug, dass es überhaupt schneien kann. Dennoch wächst der Gletscher, entgegen weltweiter Trends, stetig. Und das ist das Geheimnis des ewigen neuseeländischen Eises. Es entsteht in einer der niederschlagreichsten Regionen der Erde. Der Wind kommt in diesen Breitengraden stetig aus Westen. Auf dem langen Weg über den Ozean steigt die Luftfeuchtigkeit allmählich immer weiter an. Treffen die schweren Wolken auf die Bergkette mit ihren 3000ern, schneit es dort oben, heftig und lange. Es fällt hier 20 Mal so viel Niederschlag wie in Düsseldorf. Mit der Klimaerwärmung verdunstet künftig noch mehr Wasser. Die Folge, es wird noch mehr schneien, der Gletscher wird weiter wachsen. Der hohe Niederschlag sorgt für extremen Druck auf die Eismassen. Die Konsequenz zeigt der Zeitraffer. Der Gletscher schiebt sich ins Tal. Mit 80 Metern pro Jahr ist er einer der am schnellsten rutschenden Gletscher der Welt. Durch den gewaltigen Druck schmilzt das Eis am Grund. Eine schlüpfrige Wasserschicht entsteht, auf der der Gletscher bergab schlittert. Hinzu kommen die hohen Temperaturen am Fuß. Dort schmilzt das Eis stetig. Der Schwerkraft folgend zieht es den Gletscher wie auf einer Rutschbahn ins Tal hinunter. Auf seinem Weg hinterlässt das Eis eine Spur der Verwüstung. Felsbrocken brechen aus dem Gestein und werden mit ins Tal gerissen. Der Gletscher gibt diese Fracht erst an seinem Fuß wieder frei. Zurück bleibt eine Steinwüste. Vieles ist in Neuseeland anders und nicht, wie es auf den ersten Blick scheint. Das sind Vogeleier. Die perfekte Tarnung schützt vor Eierdieben. Dieser Vogel, der Schiefschnabel, hat es geschafft, sich in der unwirtlichen Umgebung am Fuß des Gletschers bestens einzurichten. Die extreme Ausdehnung des Franz-Josef-Gletschers durch alle Klimazonen bis hinunter fast auf Meereshöhe und die hohen Niederschlagsmengen an den Berghängen haben direkt neben der Eiswüste einen üppigen Regenwald entstehen lassen.
einzigartig auf unserer Erde. Und auch das gibt es nur in Neuseeland. Pinguine im Regenwald. Die Dickschnabelpinguine haben das Eis verlassen. Hier finden sie den perfekten Schutz vor Wind und Wetter und vor aufdringlichen Fressfeinden wie räuberischen Seevögeln. In der Vergangenheit müssen die Bedingungen an der Küste so rau gewesen sein, dass nur die Pinguine überlebten, die sich in die Wälder zurückzogen. Doch das ist die Kehrseite. Der Weg ist nun ungleich beschwerlicher bis zu ihren Jagdgründen im Meer. Die enge Nachbarschaft unterschiedlichster Lebensräume hat ihre Ursache in der langgestreckten Gestalt Neuseelands mit extremen Höhenunterschieden. So bestimmen mehrere Klimazonen die Inselwelt und schaffen ganz verschiedene Lebensbedingungen. Hier im Norden finden sich eindrucksvolle Zeugen der Gewalt, die die Inseln geformt hat. Seit Jahrmillionen zerren die Kräfte des Erdinneren an der Gestalt Neuseelands und verändern sie noch heute. Erst vor 150 Jahren kam es zu diesem folgenreichen Ereignis. Aus der Tiefe des Ozeans schiebt sich der Meeresboden in die Höhe. Buchstäblich über Nacht verändern sich Küstenlinien und ganze Landstriche entstehen neu. Die Zivilisation hat die neuen Flächen in kürzester Zeit erobert. Flughafen und Straßenzüge entstehen auf dem ehemaligen Meeresboden. Immer wieder erschüttern diese Kräfte das Inselreich, denn Neuseeland liegt auf unsicherem Grund, auf der Grenze zweier Kontinentalplatten. Im Norden taucht die pazifische Platte unter die australische. Auf der Südinsel drücken beide Platten gegeneinander und wandern in gegensätzliche Richtungen. Gebirgsketten wurden so auseinandergerissen und die Südalpen türmten sich unter dem Druck auf. Noch heute wächst das Gebirge um ca. 1 Zentimeter im Jahr. Das schnellste Wachstum einer Bergkette weltweit. Der stete Wandel in geologisch verhältnismäßig kurzen Zeiträumen stellt die Pflanzen- und Tierwelt Neuseelands vor immer neue Bewährungsproben. Seit Jahrmillionen ist die Inselwelt ohne jede Verbindung zum Festland. In der Isolation entwickelte sich eine einzigartige Lebensgemeinschaft. Einer der skurrilsten Bewohner und gleichzeitig das Symbol für Neuseeland ist dieser Vogel, der Kiwi. Das Fliegen hat er vollständig aufgegeben. Nachts ist er unterwegs, um Nahrung zu suchen. Tagsüber lebt er im Verborgenen. Überall im Wald verstreut gräbt er sich Höhlen, aus denen er erst nach Sonnenuntergang wieder hervorkommt. Wer mehr über diese Kreatur erfahren will, hat es nicht leicht. Speziell trainierte Hunde helfen, die Vögel aufzuspüren. In der Ausbildung haben sie gelernt, ihren Jagdinstinkt zu zügeln. Ja. Also so ein Kiwi. Das ist wirklich ein komischer Vogel. Die Tiere haben doch noch ganz, ganz kleine Stummelflügel. Die kann man hier sehen, da drunter irgendwo, genau. Und haben dafür inzwischen riesige Füße entwickelt. Stark genug, um damit richtige Bruthöhlen in den Waldboden zu graben. Und eine der vielen, vielen Merkwürdigkeiten an diesen Tieren, das ist ihr Gefieder. Wird er angegriffen, produziert sein Körper Stresshormone. Und diese Stresshormone können dann zu einer Art Schockmauser führen. Der Vogel schleudert seine eigenen Federn weg, um damit seinen Feind zu verwirren. Und ich habe den natürlich nicht zum Spaß gefangen, sondern um ihm einen solchen Sender umzuhängen. Dann können die Wissenschaftler das Tier später ganz, ganz leicht wiederfinden, denn Kiwis sind inzwischen leider vom Aussterben bedroht. Und das ist ja eigentlich auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er sich nur mit Federn gegen Feinde wehrt und auch nicht wegfliegen kann.
Entgeht der Kiwi dem Schicksal, das einst andere flugunfähige Vögel auf Neuseeland ereilte, wie den Moa, ein riesiger Laufvogel. Sein einziger Feind, der mächtige Hastadler, mit einer Flügelspannweite von 3 Metern. Zwischen Moa und Adler herrschte ein Gleichgewicht. Und andere Feinde musste der Moa nicht fürchten. Kein Bodenbewohner konnte ihm gefährlich werden. Im Laufe seiner Evolution verlor er daher die Fähigkeit, sich gegen Feinde am Boden zu wehren. Doch dann brach eine neue Zeit an. Menschen hatten die abgelegenen Inseln entdeckt. Innerhalb weniger Jahre war der Moa ausgerottet. Dem Kiwi blieb dieses Schicksal bislang erspart. Im Gegensatz zu anderen in der Nacht jagenden Vögeln sind seine Augen unterentwickelt. Er ist fast blind. Bei der Jagd nach Insekten vertraut der Kiwi auf sein Gehör und, für einen Vogel ungewöhnlich, auf seine Nase. Doch manche Beutetiere finden überraschende Fluchtwege. Der Weta, eine Heuschrecke, stürzt sich in die Fluten, um der Spürnase zu entgehen. Auch er ist ein neuseeländischer Sonderling. Nirgendwo sonst erreichen solche Heuschrecken eine Größe von 10 cm. Der Weta lebt in Löchern, ähnlich einer Maus. Seine Lebensweise erinnert kaum mehr an Verwandte anderswo in der Welt. Und Mäuse machen ihm hier keine Konkurrenz. Was ist die Ursache? Vor über 180 Millionen Jahren waren die südlichen Landmassen noch im Superkontinent Gondwana vereint. Gondwana zerbrach und die Bruchstücke drifteten auseinander. Neuseeland ist seit jener Zeit isoliert, ohne Kontakt zu den anderen Kontinenten. Seit über 80 Millionen Jahren existieren keine Landbrücken mehr. Die Ozeane bilden eine Barriere, die für die meisten Tiere unüberwindlich ist. Fast alles, was heute auf der Inselwelt lebt, muss entweder hierher geflogen oder geschwommen sein. Ausnahmen sind die Tiere und Pflanzen, die sich schon bei der Abspaltung auf den Inseln befanden. Manche überdauerten als lebende Fossilien. Darunter auch dieses Reptil, der Tuatara. Bis heute hat sich die Echse nur wenig verändert. Es gab offensichtlich keinen Grund dafür. Sie hatte keine Feinde zu fürchten. Denn in Neuseeland fehlte eine ganze Tiergruppe, die Säugetiere. Seit vielen Millionen Jahren hat sich das Leben ohne die Nachbarschaft gefährlicher Raubtiere entwickelt. Der flugunfähige Kakapo zum Beispiel. Er hatte nur hier die Chance, den Lebensraum im Unterholz zu erobern. Es gab keine Konkurrenz. Dieser Vogel, eine Lappenkrähe, lebt in den Bäumen. Wie sonst Eichhörnchen bewegt er sich springend durch das Geäst. Keine andere Art macht ihm diese Nische streitig. Auch der Kea, eine Papageienart, erweiterte seinen Lebensraum und entwickelte ein ungewöhnliches Verhalten. Die fehlende Konkurrenz durch Raubtiere förderte seinen Jagdtrieb. Als einziger Papagei der Welt geht der Kea auf Raubzug. Der Kiwi braucht den Kea nicht zu fürchten. Seine Bruthöhlen liegen gut versteckt. Über Jahrmillionen hat er sich bestens in seinem Lebensraum am Boden eingerichtet und seine Sinne für die Aktivitäten in der Nacht geschärft. Und doch ist die Zahl der Tiere inzwischen dramatisch gesunken.